Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Bedrohung Beat Adam 9 und heute habe ich gedacht, spielen wir mal wieder die Demo von SimRail 2021. Und zwar habe ich letztens ja schon auf der Railway Line Number 1, auf der Linie Nummer 1, habe ich ja schon das Tutorial gemacht. Das habe ich im Livestream gemacht für Twitch. Und jetzt habe ich mir gedacht, fahren wir das nochmal. Das müsste, glaube ich, sogar vielleicht sogar dieselbe Route sein. Aber die fahren wir mal um 12 Uhr. Und die fahren wir mal als Nicht-Tutorial. Also wir müssen alles selber machen, alles selber rauskriegen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Und sorry für die schlechte Qualität des ersten Videos, aber wie gesagt, das ist ein Livestream gewesen. Das ist ja jetzt aufgenommen extra für YouTube. Würde ich sagen, wir starten mal. Ihr seht auch hier, wenn ihr hier mal die Tasten anschaut, im Gegensatz zum Train Simulator 2021 oder Train Sim World, sind die ganz anders. Muss ich mich erstmal gewöhnen, mit Plus und Minus zu fahren und mit 3 und 9 pneumatisch zu bremsen, obwohl das mache ich sowieso nicht. Ich fahre normalerweise sowieso über den Power Controller. Welcome to SimRail Demo. You are at Dąbrowa Górnicza Ząbkowice Station. Today you will run passenger train 40665 on the section Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Będzin. You will use the 34WE electric multiple unit to operate it. Also wir fahren heute einen Zug von den Bahnhof, den ich aussprechen kann, zu einer weiteren Bahnhof, den ich nicht aussprechen kann. Ich weiß, dass wir hier, glaube ich, erstmal irgendwas drücken müssen. Enable Battery. Genau. Dann machen wir wieder zu. Und jetzt kommen wir, glaube ich, rein. Muss erstmal Batterie anschalten. Dann müssen wir, glaube ich, normal machen. Da müssen wir auf Einzelunit machen. Light Mode Lights 4. Da müssen wir erstmal die Bremse aufsperren. Das habe ich mir alles so ein bisschen gemerkt. Warum geht denn das nicht? Okay. So. Den müssen wir hoch. Pantograph. Das ist der Hauptschalter. Genau, jetzt kann man das. Ah, jetzt müssen wir irgendwo, wie war das? Enable. Ah, genau, müssen wir erstmal Radio, also Zugfunk anschalten. Und schauen wir uns mal die Kiste von draußen an. Ist hier abgestellt dazu. Wir sollen nochmal zum Bahnhof fahren. Grafik finde ich, wie gesagt, echt top. Kommt nicht ganz an Train Sim World 2 ran, aber trotzdem nicht schlecht, muss ich sagen. Mit den Sonnenstrahlen hier finde ich doch Hammer. Das hat zum Beispiel Train Sim World nicht, das finde ich aber cool. Dann müssen wir uns beim Fahrdienst anmelden. Ząbkowice, 4665 ready to approach the platforms. Na, Fahrdienst Sakowice. 40665 ist fertig zum Fahren zum Bahnsteig. Und dann der Fahrdienst 40665. Alles okay, darfst zum Bahnsteig fahren.
Jetzt haben wir hier auch gesehen, jetzt ist das Rote weggegangen, jetzt haben wir hier Weiß. Das ist Rangiersignal. Bedienen des Fahrschalters hier, den hier mit Plus Minus, wird, also das hier Sicherheitssystem, müsste glaube ich Mirai sein, mit Leertaste. Schön ist, du kannst mit Minus kannst du die Bremsstärke verringern. Wenn du aber zweimal kurz auf Minus drückst, wie ich jetzt, dann macht er automatisch volle Bremse und kommt zum Stehen. Finde ich gar nicht schlecht gemacht. So, Türen geöffnet. Den können wir wieder auf Mitte setzen. Der hat eine automatische Festhaltebremse. Und was ich immer gerne mache, Tempomat einschalten. Ich fahre gerne mit Tempomat. Ihr kennt mich, ich bin ein fauler Lokführer. Tempomat kurz erklärt. Hier kannst du Geschwindigkeit vorwählen. Steht dann hier oben. Kann man auf 45 und sowas vorwählen. Und hier ist das UPD. Sagen wir, hier ist die Leistung. Zum Beispiel 70%, da kann man auch 100% einstellen. Und wir haben jetzt Abfahrt um 12.06 Uhr, also in einer Minute. Und wenn ich jetzt den nach vorne lege, dann später, bedeutet das ganz einfach, dass der automatisch 70% Leistung aufbaut bis 40 km/h. Ja, wir kriegen dann Ausfahrt mit 40. Ich glaube, CEW1 ist der Ortsfunk und CEW3 ist der Streckenfunk, weil den brauchen wir dann auch nochmal. Deshalb würde ich in dem Sinne, wenn du dann mal ausschauen, wir haben Ausfahrt. Wie in Deutschland, HP2, grün-gelb, Langsamfahrt. 40 km/h. Ganz dann wahrscheinlich auch hier. Eingeben hier irgendwas. Ob das der interne Chat ist oder ob das dann der Fahrdienstleiter ist, mit dem du dann reden musst. Weiß man nicht. Wie gesagt, bis jetzt leider. Machen wir die Türen zu. Wenn die Türen zu sind. Fahr mal ab. So, und jetzt erzähl mal, warum du dich nicht an die Geschwindigkeit hältst. Ist die Geschwindigkeit. Toll, dass er sich nicht dran gehalten hat. Jetzt hält er sich dran. Sehr schön. Halleluja. Hab ich mir schon gedacht, was ist denn jetzt mit dem los hier? Zieht er einfach auf 70 hoch. Super Let's Play hier. Na, wenn wir dann raus sind, dürfen wir dann 120 fahren. Hier geht wahrscheinlich bis zum Einfahrtsignal der Gegenrichtung. In Deutschland ist es halt wirklich so, dass du bis zum Ende anschließend Weichenbereich fahren kannst. Und dann kannst du Gas geben. Aber sowas wie Einfahrtsignal der Gegenrichtung gibt es zum Beispiel beim Italiener auch.
Bei Metayena kannst du auf zwei Arten ausfahren. Mit anschließendem Weichenbereich und Ausfahrstraße. Ausfahrstraße musst du die Geschwindigkeit bis zum Signal, bis zum Einfahrsignal der Gegenrichtung halten. Wir fahren halt hier einen klassischen Nahverkehrszug, der an jedem Bahnsteig hält. So, jetzt sieht man dann auch hier, dass dann die Leute auch ein- und aussteigen. Ich weiß nicht, was gerade der Krankenwagen da drüben macht. Der blockiert die Straße. Jetzt kommt der nächste Krankenwagen. So, jetzt warten wir wieder wie vorhin am Bahnhof auf den Funk hier. Kommt dann wieder 4665, ready for departure. Dann fahren wir ab. Bis alle Schäfchen drinnen sind. Sieht noch ein bisschen verbesserungswürdig ist nach alles, aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Und so ich freue mich auch immer, Bugs zu finden. Wie sagt man immer so schön, solange es keine Game-Breaking-Bugs sind, ist alles gut. Ihr seht jetzt oben rechts im HUD, Next Stop, Dobrowa Gornica Golonok, keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, in 1 Kilometer. Da muss ich schon wieder anfangen zu bremsen. Oh cool, KI-Verkehr. Eine 86er ist das. Sehr schön. Dann sieht man hier oben nächstes Signal in 600 Meter, grün, und Speedlimit in 2,7 Kilometer ist 100. Das Signal zum Beispiel habe ich noch nicht so ganz verstanden, das hier vorne. Das hat zwar eine Vorsignaltafel. Ich könnte natürlich auch ein Vorsignal anzeigen, wie das Hauptsignal steht, könnte es sein. Ich kenne leider das Fahrzeug nicht. Ich werde vielleicht mal schauen, dass ich den mal google in YouTube, wie der sich anhört. Aber ich muss sagen, ich bin von den Fahrgeräuschen, von dem Aussehen, von der Textur und von Fahrverhalten finde ich echt cool. Vor allem
Hast du gerade gehört? Wenn er zum Stehen gekommen ist, geht er, der bremst ja hauptsächlich E-Bremse. Und zum Schluss macht er hier noch die Luft. Und hört er das? Müsst ihr mal ganz leise beim nächsten Halt mal hören, wenn kurz bevor er zum Stehen kommt. Das ist ultra realistisch. Hier siehst du übrigens auch, ob deine Türen auf sind oder nicht. Was hast du denn hier sonst noch für schöne Sachen? Das ist, wie viel ich Traktion eingegeben habe. Das ist, wie viel wirklich Prozent Traktion gegeben wird. Das müssten das Ampere, Kilonewton und die Fahrleitungsspannung. Wir fahren ja in Polen, fahren wir mit 3 Kilowatt Gleichstrom. Wie auch zum Teil in Italien. So, jetzt gibt es gleich Crash hier. Kabum, wollte ich gerade pfeifen, brauchen wir nichts. Warum hält er sich wieder nicht an die? Da hat er sich wieder mal nicht an die Dings gehalten, an den Tempomat. Finde ich ein bisschen blöd. So. Jetzt fahren wir Einfahrt von Dąbrowa Górnica. Und dann schauen, dass wir hier mal anhalten. So, sind wir am Einfahrtssignal. Und normalerweise ist es jetzt so dass man schauen muss, wenn das Signal frei wird. Aber hier steht schon Use CW Button on the Radio. Rufen wir mal an hier. Dąbrowa Górnica, 4665, requesting permission to enter the station. 4665, approach to Dąbrowa Górnica, on permit signal on track number 1. Dąbrowa Górnica, also so heißt der Bahnhof, hier 40665, Nachfrage zur Einfahrt in die Station. Und dann sagt der Hardings 40665, Einfahrt in Dąbrowa Górnica auf permissive Signal, also auf Vorsichtssignal in dem Sinne. Fahren auf Sicht. Müssen wir Bremse mal lösen, weil ich habe durchgezogen, weil wir doch ein bisschen schnell unterwegs waren. Jetzt haben wir dann 40. Jetzt braucht er mal ein bisschen. Und die 40 gehen jetzt bis zum nächsten Hauptsignal. Also nicht nur bis zum Bahnsteig, sondern bis zum nächsten Hauptsignal. Wir fahren jetzt auf Sicht ein. Das bedeutet, das Gleis könnte zum Beispiel auch besetzt sein. Könnte natürlich auch sein, dass das in Polen auch das ganz normale Ersatzsignal ist wie in Deutschland. Ja? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber permissives Signal.
Permissiv hat immer eigentlich was mit Fahren auf sich zu tun. So hab's ich damals gelernt. Ganz schön viele Leute. Sieht die Ausfahrt ist auch noch halt. Und bleiben wir jetzt hier schon mal stehen. Wollen nicht bis Bahnsteigende fahren. Ja, da, habt ihr gesehen? Wie im realen Leben auch. Kenne ich bei vielen Fahrzeugen, die das so machen. Und wenn dann die Magnetventile zum Schluss die Haltebremsung einleiten. Sieht man auch, dass die Türen automatisch zugehen, wie es sich gehört. Die schließen ja nach einer Zeit und nur aufgehen, wenn jemand davor steht. Finde ich cool. Dann haben wir ja Abfahrt. 19. 19 haben wir Abfahrt. Hier fehlt vielleicht noch eine Spieleruhr. Weil Fahrt. 4665, ready for departure. So, Ausfahrt haben wir jetzt da auch mit frei, also volle Kanne auf gut Deutsch. Aber wie gesagt, wir dürfen ja sowieso noch 40 fahren. Na, jetzt hat er es genommen. Wollen wir mal schauen, ob er es so wirklich nimmt. Nächster Halt ist dann Benzin Xavera, oder wie das heißt. Vielleicht ist das wirklich nur noch ein Nahverkehrszug, der zwischen den beiden Orten da hin und her pendelt. Ich glaube nicht, dass du als Regionalverkehr die 300 Kilometer lange Strecke mit dem Regionalzug fährst. So, jetzt sind wir über das Signal drüber und jetzt können wir Streckengeschwindigkeit fahren. Ich fahre einfach so wie nach deutschen Regeln, bin ich ehrlich. Oh, gleich. Okay. Ah, you are far from the vehicle. Ah, okay, cool. Ich wollte einfach nur mal rausgehen zum Schauen. Dann sagt er mir gleich, du bist zu weit weg vom Fahrzeug. Geil. Was sind denn vier? You drive too fast to leave. Ach, vier ist. 4 ist leave, okay. Wusste ich gar nicht, dass 4 verlassen ist. Ich habe gedacht, 4 ist wie. Keine Ahnung. Vorbeifahrt. Oh, das war eins zu weit. Oh, das wollte ich gar nicht. War einmal zu viel Minus gedrückt. Also 3. 3 ist das hier, wahrscheinlich so. Ah, genau, das ist die freie Kamera. Wie bei Transim wird 2 die 8. Wahrscheinlich okay. Ah, das ist der Richtungswender. Ach, die 4 ist verlassen, okay. Tschüss, ich mache jetzt Feierabend. Ciao, Leute. So, dann machen wir hier mal kurz. Machen wir mal ein schönes Bild hier. Und dann gehen wir wieder rein. Sehr schön. Was ist 5? Ah, 5 ist rausschauen und 6. Okay, cool. 7 gibt's nicht, 8 auch nicht, 9 auch nicht. 0 gibt's auch nicht, okay, passt. Oder? 8, 9, nee, gibt's nicht. Okay, cool. Dann schauen wir mal, was wir fahren hier.
coole Sache. Also wenn ich jetzt 2 nehme und sage so und drücke dann auf die 3. Ja, das ist ja nicht schlecht. Und der sagt doch gleich, du bist zu weit weg vom Fahrzeug. Yeah, wir verfolgen! Schnell wieder rein. So. Okay, da ist der Halt. Hast du gesehen, wo der Signal stand? Der stand oben rechts auf dem Hügel. Ah ja, okay. Das ist jetzt versucht da die Bremswirkung, die ich habe, zum Teil aus der elektrischen Bremse zu ziehen. Und wenn das nicht funktioniert, wird da leicht pneumatisch mit reinwirken. Übrigens, Fun Fact, den gleichen Fahrschalter, soweit ich weiß, hat die 102 auch. Also die von zum Beispiel von München-Nürnberg Express. Ich glaube, die hat die gleiche ungefähre Fahrweise. Na cool, dann können wir gleich mal wieder rausgehen. Aber ich finde es echt cool, dass du hier einfach rausgehen kannst. Ciao, ich hau ab! Oh, okay. Okay. Das wollte ich jetzt nicht. Also das dürfen sie echt noch verbessern. Also. Schauen wir uns den Zug von unten an. Okay. Cool. Ich habe keinen Bug gefunden. Ich habe keinen Bug gefunden. Das Spiel ist bugfrei. Oh Mann. Da dürfen sie noch ein bisschen was verändern. So, 3. Man hört doch direkt, wenn du von der 3 bist. 2, 3. Was ist denn der Unterschied? Obwohl du eigentlich gar nichts machst. Super. Egal. Zugzielanzeiger wäre noch cool. Aber wie du den anstellst, weiß ich auch nicht. Tschüssi. Mann, oh Meter. Immer diese Fahrdienstleiter. Da willst du einmal pünktlich fahren. Willst du einmal pünktlich fahren? Benjin 4665, requesting permission to enter the station. Haben wir wieder nachgefragt, ob wir einfahren dürfen in Benzin? Track Number 2, okay. Und deswegen hast du, Idiot, mich jetzt hier vorm Signal zum Stehen gebracht. Du bist ein Nichtskönner. Hammer. Oh, jetzt sind wir aber wenigstens im Benzin und dann sind wir, haben wir es geschafft. So, diesmal bleibe ich vorm Überweg stehen. Das habe ich vor. Genau.
Hey, und wir haben es geschafft. Ah, 18 Sekunden. 27 Sekunden. Ah, ein bisschen. Ja, gut, okay. Aber 26 Sekunden, also die sollen jetzt hier mal nicht, ne, wie soll man das sagen? Wie soll ich das sagen? Die sollen jetzt nicht mal die Kirche im Dorf lassen. Aber wir haben es geschafft. Kann ich das nochmal von draußen zeigen? Nein, geht nicht. Dann würde ich sagen, wir beenden das hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Mein Fazit ist zu diesem Spiel. Das letzte Test ist ja jetzt beendet. Mehr Folgen Tutorial jetzt gibt es ja leider nicht. Mein Fazit ist, Bugs hat jedes Spiel. Es ist nicht schlimm. Ich finde es cool. Es bringt frischen Wind in die ganze Eisenbahn Simulations-Genre rein. Und ich freue mich schon auf das richtige Spiel. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bedrohung P8 Adam 9 sagt ciao und gute Fahrt. Tschüss.